Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir haben wieder den SCB-Verse Report für euch und wir haben uns jetzt heute diesmal ganz klar nach euren Wünschen gerichtet, und zwar was das Hot Topic angeht. Ihr hattet es schon vielleicht ein paar von euch mitbekommen, wir haben ein paar Kommentare auf den Channel gekriegt und deshalb... Ein paar wenige. Deshalb ist unser Hot Topic heute... Spekulatius essen. Ja, fast. Ja. Die Spekulationen. Nein, wir spekulieren und hauen euch voll mit Infos, wo wir denken. Mhm. Das kommt in 2.4. Ja, der nächste große Patch steht quasi vor der Tür. Zumindest ist die Arbeit schon in vollem Gange. Und wir wollen euch natürlich schon mal zusammenfassen, was wir jetzt daraus wissen. Allerdings hauen wir erstmal ein Disclaimer davor. Es sind Spekulationen hier. Genau. Das heißt, es ist kein Anspruch. Keine Gewähr. Irgendwie keine Gewähr, dass es wirklich in diesen wunderbaren Patch mit reinkommt. Also von daher dreht uns nicht den Hals um, wenn es dann doch weniger wird oder was anderes oder wie auch immer. Aber ich finde, wir sollten loslegen. Ja, und wir haben gute, ich finde, wir haben auch eigentlich gute Beweise, die wir anführen können. Ja, ne? So à la Miss Marple und Columbo. So, genau. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar geht's schon mal damit los, dass der Umfang von 2.4 ja so groß sein wird, wurde auch angedeutet, wie in 2.3. Ja, also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ding und musste ich allerdings da kommentieren, 2.0. 2.3 war ein relativ, 2.3 war ein relativ kleiner letzte. Patch, oh genau. Gott, oh Gott, 2.0. Ja, dafür bin ich aber hier, und ich immer mal ein bisschen wieder einzurenorden hier. Nein, 2.0, darum geht es natürlich. Der große Meilenstein, der im Dezember kam, das war der große Patch, worum, um den es geht, und der wird natürlich entsprechend ausgeführt. Ich glaube, du machst das extra, um mich zu testen. Ich weiß das inzwischen. Das ist echt extra. Ich glaube, das wirklich. Hört er zu? Ist er da? Hört er dazu? So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Also 2.0 ist der große Meilenstein gewesen. 2.3 war ein kleinerer Patch und 2.4 soll wieder ein großer Meilenstein werden. Das stimmt. Danke. Genau. So, genau. Und wie ging es dann? Genau. Also Spekulation, dass die Persistenz auf jeden Fall kommen wird. Und zwar in dem Umfang, also was wir ja auch immer schon wieder gesagt haben, also Hangars, Loadout eurer Ausrüstungen, eure Charaktere, dass das alles gespeichert wird, wenn ihr euch auch mal ausloggt, dass das dann immer noch da ist, oder wenn ihr von einem Planeten auf den anderen landet, dass ihr dann immer noch quasi alles im Gepäck habt, womit ihr gestartet seid. Ja, also Persistenz ist ein ganz, ganz großer Meilenstein dafür. Das wird jetzt Stückchen für Stückchen implementiert. Das heißt, erwartet nicht, dass mit 2.4 jetzt gleich das volle Programm da ist. Es wird wohl so sein, dass das Spiel sich schon grundlegend verändert mit dem neuen Patch, aber dass sie eben wirklich diese Persistenz Stück für Stück machen. Das heißt, wir können uns vorstellen, am Anfang wird vielleicht Kleidung gespeichert, im Hangar wird was gespeichert, eine Veränderung, und dann kommt beim nächsten Patch was dazu, dass zum Beispiel ans Schadensmodell geht und so weiter und so fort. Aber die Entwicklung und die Basis wird dafür in 2.4 geschaffen werden. Und das haben sie eigentlich schon relativ eindeutig gesagt, dass es so ist. Und apropos Hangars, damit geht es, glaube ich, weiter. Genau, also in den Hangars, wenn ihr zum Beispiel was verändern wollt, sei es irgendwie Dekorationen oder eure Landing Bay, also wie ihr das umgestaltet, wo ihr die Schiffe hinstellt oder nicht, das alles soll dann auch persistent werden. Mhm. Aber wie gesagt, auch Stück für Stück, ne? Also... Ja, Individualisierungen ist da das Stichwort. Das heißt, ihr könnt dann wirklich bestimmen, wie der Hangar aussehen soll. Momentan wird es ja über die Website sozusagen ausgewählt, dann bestimmt. Da soll es sich ändern, dass ihr das direkt im Spiel, im Menü, im Hauptmenü festlegen könnt. Außerdem, dass ihr euch entscheidet, welche Landing Bay soll mit welchem Schiff bestückt werden, welche Landing Bays will ich überhaupt drin haben, wo sollen die ganzen Flair-Items von den Subscribern hin, will ich die überhaupt sehen in meinem Hangar oder nicht. Also da wird es sehr, sehr viele Veränderungen geben, und 2.4 den Anfang setzen, ja, und es wird wahrscheinlich nicht etwas ganz turbulent. Ja, fehlerfrei ablaufen am Anfang. Ja, also das haben sie auch gleich gesagt, also geht da auch nicht auf die Barrikaden, wenn das alles nicht sofort klappt und wie gesagt, alles ein bisschen voller Bugs ist und fehlerhaftig. Das ist ja der Deal, dass es erstmal ein bisschen schlechter wird sozusagen, aber um sich dann zu steigern. Genau, mit 2.5, 2.6 und so weiter soll es dann immer ein bisschen besser werden. Auch mit den Zwischenpatches wird sicherlich dann etwas stabiler werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und viele Leute freuen sich schon darauf, ihre Hangars wirklich zu individualisieren und anzupassen. Und apropos anpassen, da waren wir auch schon mal. Und zwar geht es an die Charakteranpassung. Ja, und bei den Charakteren wird es so sein, das haben sie auch gesagt, dass ihr anfangt mit... Zum Beispiel Kleidung haben wir jetzt auch spekuliert, ne? Oder eure Ausrüstung. Später soll es dann soweit sein,
ihr fangt an, dass ihr eure Haare ändern könnt, eure Augenfarbe oder was auch immer, die Nase kleiner oder größer. Da soll es bestimmte Archetypen geben, also 8 männliche und 8 weibliche Charaktere, an denen ihr euch oder von denen ihr auswählen könnt. Und wie gesagt, da auch Stück für Stück im Laufe der Zeit soll es irgendwann so weit kommen, war eine ganz süße Formulierung à la Plastic Surgery. Also wenn ihr noch was an euch verändern wollt, dann könnt ihr dies im Laufe der Zeit irgendwann tun. Ja, und dafür dann UEC, also Credits, genau, zahlen. Genau, das kostet natürlich. Das kostet klar, dann Geld. Ne? Also wir gehen jetzt davon aus, am Anfang 2.4 wird es wirklich solche Basics sein. Ja, Kleidung, Klamotten, genau, ein paar Ausrüstungsgegenstände, Rüstungen und ähnliches, dass das dann auch wirklich so gespeichert wird, dass ihr dann im Spiel damit rumlaufen könnt und so weiter und so fort. Dann Haarfarbe, Augenfarbe, wie du so schön erzählt hast. Ja, und irgendwann wird es dann wirklich spannend, wenn du dann wirklich die Wangenknochen verändern kannst und den Charakter wirklich im Gesicht komplett anpassen kannst. Mhm. Vorher wird es die Archetypen geben, die ihr euch richtet. Genau, richtig. Und wenn ihr das dann später irgendwann im Spiel machen wollt, dann könnt ihr sozusagen zum Schönheitschirurgen gehen, ins Medical Unit, Kohle auf den Tisch legen und dann euer Gesicht nochmal komplett umverändern. Wird eine sehr, sehr spannende Sache. Ich frage mich, ob man damit auch als Gesetzloser so ein bisschen der Verfolgung entkommen kann, wenn man das dann irgendwann macht. Änderst du dann ständig deine... genau, deinen Look so, aber mal schauen. Also das ist auf jeden Fall die Pipeline dafür. Anfangen in 2.4 wird es wohl mit den Basics. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie diese aussehen. Es war aber auch noch nicht alles. Ich glaube, wir haben noch die Credits gerade erwähnt. Ganz genau, weil wenn ihr... Also die Frage ist ja, womit zahlt ihr dann? Ne? Und das zum Beispiel soll jetzt höchstwahrscheinlich bald kommen. Nämlich, das ist eine Art Test Version gibt oder eine Testwährung, die Alpha-UECs. Und wenn ihr damit was einkauft, sei es irgendwelche Items oder wenn ihr Missionen macht und dafür Geld bekommt, kann es natürlich im Laufe dieser Zeit sein, dass sie das dann zwischendurch wieder wipen werden, also löschen werden, diesen Stand, den ihr euch erarbeitet habt. Was an der Stelle aber wichtig ist zu erwähnen, dass ihr es nicht verwechselt mit den regulären, also euren normalen UECs, die ihr habt. Ne? Also wenn ihr da was kauft, das bleibt euch dann auch erhalten. Nur diese Testwährung, die wird immer mal wieder zwischendurch gelöscht. Muss so sein. Das müssen sie halt eben testen und gucken, okay, wie ist euer Feedback und wo müssen wir noch was ändern. Genau, da gibt es natürlich Bugs und vielleicht irgendwelche Exploits, die die Leute ausnutzen können. Darum wird es hin und wieder mal gelöscht werden. Und Vorsicht, auch die Items, die ihr dann damit kauft, werden dann auch gelöscht. Also das heißt, wenn ihr ein neues Schiff kauft und das dann erst mal habt, dann ist es so lange da, bis es sozusagen ein Wipeout gibt und alles nochmal von auf Anfang gesetzt wird, dann ist auch das Schiff oder die Waffe oder die Rüstung, die ihr habt, weg. Müsst ihr euch dann neu verdienen, das ist quasi wirklich das kleine Lehrgeld, was wir für die Alpha-Credits zahlen und von da aus geht es dann irgendwann so, dass es dann auch wirklich endgültig ausentwickelt ist und die Alpha-UEC zu richtigen UEC werden, aber das ist dann noch ein bisschen weiterhin. Das führt aber dann auch dazu, dass wenn wir Geld bekommen, und zwar Missionen und für Missionen, die wir machen, und ähnliches, dann müssen wir es ja auch irgendwie ausgeben. Ja, ist doch ganz klar. Dann gehen wir shoppen. Mhm. Eine Runde, ne? Mhm. Ja, vielleicht ja, erst in ein paar wenigen Shops. Okay, gut. Aber später, wir sind ja positive Menschen, ne? Optimisten, wird es dann so sein, dass man halt natürlich in mehrere Shops gehen kann und auch mehr Items zur Verfügung stehen. Aber erstmal, wie gesagt, haben wir jetzt auch spekuliert, wird es mit Waffen, Kleidung anfangen, wenigen Shops. Und wobei sie auch gesagt haben, dass sie das ja vergrößern wollen. Ne? Ja. Also, dass sie erst anfangen mit dem Cassava-Outlet-Store, aber auch auf Port Olisar. Der extra dafür, genau, der extra dafür umgestaltet wird, haben sie gesagt sogar. So ist es, ja. Also der muss sowieso ein bisschen umgestaltet werden für die Starfarer, die ja da dann irgendwann landen soll. Dafür müssen die Landingpads erweitert werden. Jetzt ist es auch so, dass es fürs Shopping halt dann irgendwelche Läden da geben wird. Ich bin mal sehr gespannt, was das dann ist. Aber in jedem Fall, ja, wie wir schon sagen, also Kleidung und Waffen wird wahrscheinlich das Erste sein. Und dann gibt es Stück für Stück für Stück für Stück immer ein bisschen mehr. Und irgendwann könnt ihr die Schiffe dann auch von reparieren lassen und so weiter und so fort. Und das Ziel vom Ganzen ist, dass irgendwann der Voyager Direct Store, den ihr jetzt auf der Website habt, wo ihr eben Waffen und Schildgeneratoren und diesen ganzen Kram kaufen könnt, die ganzen Komponenten auch, dass der dann von der Homepage verschwindet und direkt ins Spiel integriert bleibt, wenn dann alle Shops zur Verfügung stehen. Ja. Dann gab es noch eine neue Spekulation, die jetzt kommen wird in puncto FPS-Mechanik. Ne? Also das denken wir auch, dass es soweit sein wird, dass man bald springen kann über Hindernisse, dass das integriert werden wird, damit man das jetzt endlich mal testen kann.
Und was gab es noch Neues? Ja, so der, im EVA soll dann die Push-and-Pull-Mechanik, also das heißt, das Ziehen und Abstoßen soll dann integriert werden, ein Stück weiter. Ich glaube, Sliding hat er auch gesagt, dass das passieren und soll. Und Vaulting. Genau, Vaulting war sehr schön. Das Bockspringen, wie man so schön sagt. Also wirklich dieses Hopsen über Deckung rüber hinweg und sowas alles. Das wird jetzt kommen mit 2.4 anfänglich und dann eben immer noch mal ein Stückchen weitergehen, damit die FPS-Mechanik wirklich fertig wird. Denn er hat gesagt, und das fand ich ein sehr schönes Zitat, sie wollen alles mindestens genauso gut machen, was andere First-Person-Shooter sowieso schon können. Und dann kommt noch EVA und die Mechanik drauf und die ist bisher einzigartig. Und da freuen wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr drauf. Ja, und dann fügen wir selber noch was hinzu, was jetzt nicht zum Beispiel aus dem Reverse-Subscriber-Edition kam, was übrigens großteilig die Quelle für das alles ist. Könnt ihr ja auch anklicken, wurde wunderbar übersetzt von und auch zusammengefasst von unserem SCB-Team. Wir fügen noch hinzu Schiffe, und zwar, das haben sie jetzt natürlich nicht erwähnt, weil es eigentlich schon fast logisch ist, und zwar die Reliant. Ja. Die soll mindestens Hunger-ready werden mit 2.4, wenn nicht gar etwas mehr. Und ich bin gespannt, ob 2.4 sogar schon die Starfarer enthält. Aber das werden wir dann sehen. Das ist reine Spekulation. Alles reine Spekulation. Dafür sind wir hier und dafür machen wir das für euch. Ja, wir gehen weiter, und zwar jetzt zu den Fakten. Genau, Weekly Updates, ne? Genau, und die Weekly Updates, da fangen wir an mit Around the Verse, und da gab es eigentlich was Neues, und zwar sollen jetzt sogenannte Pickups gemacht werden, also Lückenfüller für all das, was jetzt noch fehlt in puncto Motion Capturing oder Performance Capturing. Da wird es jetzt wieder einen 8 Wochen langen Dreh geben mit Leuten und Szenen, die halt noch nicht quasi besetzt sind. Und das haben sie gleich Da muss also quasi Gary Oldman nochmal an den Start oder wer auch immer. Und Julian Anderson. Genau, und Mark Hamill wird vom Star Wars Set entführt, was auch immer. Da müssen sie halt nochmal ran und ein paar Pickups machen, um halt zu sehen, dass vielleicht fehlt noch irgendwo eine Animation oder ähnliches. Ja, und außerdem geht es weiter mit dem Ausbau des Stanton-Systems. Da kann man also sagen, dass sie jetzt also nicht nur das Stanton-System an sich Stückchen für Stückchen erweitern, sondern wirklich einzelne Locations richtig reinfügen sollen. Dass ihr die Möglichkeit habt, eben nicht nur von Port Olisar nach Korea oder in den anderen Outposts zu fliegen, Cryastro, sondern wirklich mal ein bisschen länger durchs System durch und euch wirklich daran gütlich tun könnt, das ganze System so ein bisschen zu erkunden. Ja, und dann gab es noch was zur Virtual Reality. Und zwar ist auf dem Plan die ganze Implementierung, aber eher auf die lange Bank, hat eher niedrige Priorität. Ja, und warum? Fand ich nämlich total cool, wie Chris Roberts das erzählt hat. Er hat nämlich gesagt, Virtual Reality und die Oculus Rift und alles ist etwas, was eine kleine Gruppe von Backern nutzen kann und für die gemacht ist. Das heißt, wir werden es tun und sie haben auch ein Team dafür, aber sie wollen sich erstmal darauf konzentrieren, etwas für alle zu schaffen. Genau, ne? für die breite Masse was zu machen, und das fand ich eigentlich eine sehr gute Erklärung. Ja, und apropos für die breite Masse etwas machen, worauf konzentrieren sie sich denn dann? Sie konzentrieren sich als nächstes aufs Shopping, dann Cargo, war auch ein Thema, und Bergbau. Ja, da werden viele Freaks von euch jetzt sich sehr, sehr freuen, weil die gerade diese Mechaniken Shoppingen hatten wir ja am Anfang schon erwähnt. Das ist ja auf jeden Fall was, was jetzt bald kommen soll. Und als nächstes dann geht das Transportieren von Waren los. Dann könnt ihr den Space Trucker raushängen lassen und dann geht's ins Mining. Und beim Mining haben wir noch ein zweites Stichwort dazu gefunden, und zwar das prozedurale Rendering. Ganz genau. Und da haben sie auch das gleich in Zusammenhang gebracht, also dass der Bergbau mit der prozeduralen Technik halt stattfinden wird dann. Und es wird so sein, also ihr könnt bestimmte Gebiete anfliegen oder auch Planeten halt, auf denen ihr landen könnt, aber halt nur größere, da wo die prozedurale Technik verwendet wird. Also alles, was im Prinzip Masse hat, ne? Ja, genau, eine große Masse. Also sie sprechen immer von Planetoiden, das heißt also und kleinen Monden, Planeten oder Monden. Und großen Planeten natürlich dann insbesondere auch für die Landung selbst auf dem Planeten. Und bei Mining ist es, hat Chris Roberts das dann auch so erklärt, dass er sagt, wenn du einen kleinen Planetoiden anfliegst, da können sie dort auf diesem Planetoiden festlegen, da ist eine Mineralienader und da und da und da. Und ihr fliegt sozusagen in gewisser Höhe drüber, scannt das Ganze und seht, ah, da will ich hin, da will ich runter. Und dann könnt ihr halt runterfliegen und dort euer Mining, Camp sozusagen, euer kleinen Claim abstecken und dann loslegen mit dem Ding. Dafür ist diese prozedurale Technik da. Und von der Reihenfolge her was? Erst das Landen und dann
quasi die Bergbaumechanik. Genau, kommt also dann direkt hintereinander, aber denn beides hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen. War für mich auch eine neue Info, fand ich echt cool. Ja, und dann Squadron 42, ja, Idris. Ja, ja, Idris. Ach, da wird sich der Weezen freuen. Das ist extra für dich, Weezen, da draußen, weil du hast es vor ein paar Wochen so gesagt und wir haben alle gesagt, genickt und gesagt, wahrscheinlich hast du recht und jetzt kommt absolut die Bestätigung. Also, die Idris ist zwar sehr weit schon in der Entwicklung, aber wir werden sie erst im PU selber erleben und spielen können, wenn der erste Teil von Squadron 42 da ist. Und da hat Weezen absolut recht, denn er sagt, Squadron 42 haben ganz, ganz viele Backer, viele Leute freuen sich darauf und können die Idris dort erleben und können sie erlebbar machen für die. Ihr könnt sie euch angucken. Aber nur ein kleiner Teil hat die Idris wirklich selber als Schiff und die kriegen sozusagen danach ihren Bonus und sagen so, jetzt hast du sie in Squadron 42 gesehen, jetzt darfst du sie selber fliegen. Clevere Marketingstrategie. Aber hallo, kann man nicht anders sagen. Ja. Was war in ETV noch? Lawmakers? Ja, ja, genau. Genau, Lawmakers. Und zwar mit Will Weisbaum. Ja, wieder ein Kerl. Ja, wieder ein Kerl. Sorry. Also kein Voice-Over von mir war, aber das macht dann der machen? Sawyer. Genau. Ja, und der führte quasi in dem Guide to the Galaxy durch Elysium und erzählt was zur Hintergrundgeschichte des Systems, also des Systems mit den fünf Planeten. Und ja, also da einfach reinschauen, da erfahrt dann ihr dann alles, genau, und Sawyer wird euch die deutsche Tonspur dafür liefern. Genau, und in der Zwischenzeit drückt mal Daumen, dass sie wieder die junge Dame ranlassen, denn da darfst du auch nochmal das Voice-Over machen. Sehr schön. Weiter geht's mit Reverse the Verse. Ja, wir haben schon einiges erzählt, was jetzt im Grunde genommen im Hot Topic gelandet ist. Wir picken uns jetzt noch die Punkte raus, die jetzt noch als nächstes kommen. Ja, und da ist da direkt unser die Sache mit der Frachtbeförderung. Ja, das wird nämlich die erste Karriere sein, die höchstwahrscheinlich dann an den Start kommt. Und dann gab es Neuigkeiten zur Starfarer, dass für die Leute, die große Schiffe haben, wird es auch eventuell so sein, das hat Aaron später auch nochmal gesagt, dass sie eine Leihgabe der Starfarer haben werden. Ja, das heißt, die Leute, die eine Banu Merchantman haben, eine Reclaimer, eine Orion oder auch eine Idris, die können dann große Schiffe zumindest schon mal in Form der Starfarer erleben und mal gucken, ob das vielleicht auch was ist, was sie reizt. Und ja, dann gab es News auch zum dem neuen Bergbauschiffchen, sage ich jetzt mal, weil es soll ein kleines Schiff sein, im Gegensatz zur riesigen Orion, von Misk gebaut und sie arbeiten gerade sehr stark daran, dass sie versuchen, das zu Ende April in den Concept Sale zu schicken. Das heißt, alle Leute, die sich wirklich fürs Mining interessieren und keine Lust haben, jetzt immer sieben Leute zusammen zu karren, um auf die Orion zu gehen. Schaut mal rein, vielleicht wird es spannend. Wir werden sofort darüber berichten. Ja, es soll ja auch schon einen Namen geben. Ah ja, stimmt. Mhm. Aber der wurde auch noch nicht verraten. Nee, aber sobald wir gesagt. Das rausgefunden haben, sagen wir euch Bescheid. Ja, definitiv, ja. Gurmuk, der große Designer, da kann man jetzt also sagen, der arbeitet gerade ganz aktiv an der Caterpillar und wenn er damit fertig ist, war auch so eine News daran, dann geht er an die Carrack ran. Also das heißt, auch die Explorer unter euch kriegen dann was geboten. Erst Caterpillar, dann Carrack. Das ist jetzt da auf jeden Fall die Pipeline, wie es da im Design vorangeht. Ja, und dann gab es noch was zur Herald, glaube ich. Ja, ne? Da ging es auch mit dem Design voran. Also da gab es ein paar kleine Änderungen zur Drake Herald, aber sie arbeiten dran und meinten, sieht schon ganz gut aus. Hm, ist doch mal schön. außerdem überlegen sie, ob das Argo Utility Ship, das ist ja eigentlich so ein kleines Shuttle quasi, was eben so für Reparaturen oder auch für Personentransporte gedacht ist, was ursprünglich mit der Idris verkauft wurde, zusammen in einem Paket, dass das einzeln in den Verkauf kommt, ist gerade die Überlegung, wurde auch von der Community so gewünscht. Da gibt es einige, die das gerne hätten. Und sie sagen, wenn das so ist, das wird noch entschieden, aber wenn es so ist, dann wird es auf jeden Fall vorher verschiedene Rollen dafür definiert werden und auch verschiedene Funktionen, damit man das wirklich universell einsetzen kann. Und ja, ich beende das Ganze nochmal mit der Abbauspinne. Ja. Ja, da haben auch schon bei euch einige gefragt. Die haben wir immer in unseren Intros mal drin. Das ist diese große Spinne, mit der man Mining betreiben kann. Sieht total krank aus, das Teil. Aber da wurde eben gefragt, gibt es die noch? Man hat so lange nichts davon gehört. Ja, ja, gibt's noch. Ist noch im Spiel, wird aber dran gearbeitet. Mhm, wird man dann später irgendwann sehen. Ich glaube, und so war es ursprünglich auch mal gedacht, in Squadron 42, und da kommen wir nachher nochmal zu, gibt es diese Shubin Mining Station und ich glaube, da springen die Viecher rum. Also das ist eine sehr gute Überleitung, denn da kommen wir jetzt direkt zu. Denn bei 10 for the Chairman wurden wieder 10 Fragen beantwortet, aber diesmal nicht von Chris, weil der gerade unabkömmlich ist, und dafür aber von Aaron Roberts. Und da war die erste Frage... Wie viel der Shubin Mining Plattform wird in Squadron 42 erkundbar sein? Als hätten wir es vorher gewusst. Oh, du Fuchs. Sehr genau. Antwort war? Viel. Ja. Ausrufezeichen. Genau. Ja, also es wird sehr viel erkundbar sein. Also verschiedenste Räume, Areale, Fertigungsstationen. Also da wird es viele Möglichkeiten geben, das Ganze zu erkunden.
Und ja, also da wird man viel erleben können. In Squadron 42 soll ein großer Teil da drauf spielen. Und wie gesagt, meine Idee ist, dass drumherum, das ist in so einem Asteroidengürtel sitzt sie drin, dass da drumherum diese komischen Sperrgespinnen da drum rumhopsen, dass man sie zumindest von außen sehen kann. Finde ich ja ziemlich cool, die Teile. Aber ja, das war nicht alles von 10 for the Chairman. Wir gehen natürlich noch weiter mit Squadron 42. Ich meine, das ist ja nun mal die Paradedisziplin von Aaron Roberts. Und da ist die Frage, was ist eigentlich mit den Inhalten? Halten, ne? Genau, sind die jetzt final oder wird es da noch Kürzungen geben oder stehen die fest? Und da hat er ganz klar gesagt, eigentlich sind sie schon seit letztem Jahr im Prinzip final. Also es wird keine Änderungen mehr im Inhalt geben. Das Einzige, woran sie jetzt halt noch arbeiten, das eben diese Pickups, die wir vorher erwähnt haben. Ne? Also im Punkto Motion Capturing. Alles, was jetzt noch fehlt, wird gearbeitet, aber es ist alles ganz klar und ja. Das schien wirklich total klar. Ne? Ja, absolut. Nee, da wird nicht mehr groß drumherum gefriemelt, sondern Skript steht. Das steht. So ist es. Und schöne persönliche Frage haben wir uns noch rausgepickt. Wenn ihr übrigens ganze 10 for the Chairman lesen wollt, dann guckt natürlich bei SCB rein. Die haben es vollständig übersetzt. Wir haben uns noch auch eine persönliche Frage rausgepickt an Aaron Roberts, nämlich was so seine persönlichen beliebtesten oder liebsten nächsten Meilensteine sind, die er bei Star Citizen erwartet. Ja. Und Starfarer fängt da an mit. Ja, ne? Die Villa Flug bereit kriegen oder da sind sie gerade dabei. Sie haben auch schon gesagt, dass sie sich schon testen. Ne? Ja, Also es scheint nicht mehr so fern zu sein. Dann als zweites ist er auch auf die Persistenz eingegangen. Das ist ihm auch sehr wichtig. Darauf freut er sich besonders auf diesen Meilenstein, dass eben das, ja, also die, wie gesagt, same procedure as ever. Genau. Shopping persistent ist, die Charaktere, eure Geschichten, dass wenn Schiffe im Arsch sind, dass sie dann halt repariert werden müssen und so weiter. Richtig. Und natürlich, dass das Credit-System entsprechend eingefügt wird. Also alles, was wir im Endeffekt jetzt am Anfang erwähnt haben, das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Ja, und Schluss und letztendlich auch sehr, sehr groß für ihn ist dann natürlich die prozedurale Technik mit dass die Planeten entsprechend gerendert werden können und ihr dann darauf landen könnt. Und da hat er so ein bisschen was dazu verraten. Nämlich, ja, da waren wir irgendwie irritiert, ne? Weil er meinte, erst kommt die prozedurale Technik und kurz nach der Persistenz sozusagen. Aber das bedeutet auch, er hatte halt so ein bisschen was blicken lassen, dass er sagt, Persistenz kommt jetzt und dann kurz danach kommt dann die prozedurale Technik. Und das würde schon bedeuten, dass wir vielleicht mit 2.5, 2.6 davon schon was sehen. Wir werden es euch auf jeden Fall berichten und natürlich wäre das dann ein ganz, ganz großer Schritt weiter in Richtung des Persistent Universe. Ja, dann hatten wir einen kleinen April-Scherz. Ach ja, der April-Scherz. Ja. Big Bennys wollte ein Menü haben und dazu beitragen, dass ihr eure Karriere startet und zwar im Essen, genau. Lieferdienst. So intergalaktischer Essenslieferdienst. Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ja, auch ganz toll übersetzt und so. Also lohnt sich auf jeden Fall nachzulesen. Ist echt ganz, ist ganz lustig. Ist sehr witzig geworden, allerdings ja. Ja, und dann kommen wir so jetzt auf jeden Fall wieder in deine Richtung und zwar in Richtung der Spectrum Dispatches und der Lore. Da ja, ist auch einiges geschehen diesmal. Ganz genau. Und da gab es den Empire Report, also was Neues mit einer riesen Eilmeldung aus dem Oberon-System. Und zwar, ja, da wurde das erste Mal das Flaggschiff angesprochen, ne? Also, nagelneue. Die, ja, Retribution. Mhm. Und ja, also es ging halt darum, die Einmeldung war, dass der erste große Sieg errungen wurde von Admiral Bishop und seinem Team, der 65. Kampfgruppe. Mhm. Gegen die Vendul. Also die Retribution, für alle, die ich jetzt nicht sage, ist ein riesiges Schiff, das wirklich auch nur in ganz, ganz kleinen Arten geleakt ist. Da wissen wir überhaupt noch nichts drüber. Die alles ist ganz geheim. Ein Super-Dreadnought, genau. Und so wird sie auch in diesem Spectrum-Dispatch vorgestellt. Also nicht wirklich vorgestellt, sondern nur, dass sie eventuell dort und im Einsatz gewesen sein könnte und dass die Crew eigentlich sehr begeistert ist von der Leistungsfähigkeit. Schaut mal rein, ist eine spannende Sache, wer sich für die Lore interessiert und gerade für den Fortschritt von Admiral Bishop Kampagne gegen die Vendul. Ist auf jeden Fall ein gutes, cooles Ding. Und von dort aus geht es in den nächsten Spectrum Dispatch und der heißt dann Booty Call Paradise Lost. Ne? Ja, und da regt sich Jester drüber auf, weil es gibt jetzt auf Nexus eine neue Gruppe, die auf den Dragonflies rumfliegt. Ich erwähne das jetzt schon mal, weil die hat auch einen Namen, diese Gruppe. Kanae Calvary, Abkürzung CC. Und an dieser Stelle nehme ich mich da mal nämlich gleich raus, nur weil ich letzte Woche vielleicht darüber geschwärmt habe, über diesen Sitz der Dragonfly. Und jetzt kommt auch noch diese Abkürzung CC, also ich hänge nicht mit denen zusammen.
Auf jeden Fall regt sich Jess, was grinst du? Ah, das ist gut. Ja, nee. Vielleicht in fernster Abstammung, muss ich mal recherchieren. Ja, ich lasse es euch hier wissen. Alles gut. Naja, ja, jedenfalls genau. Also die treiben da ihr Unwesen auf Nexus und richten nur Chaos an und schalten dieses Thema aus und haben ihn bombardiert. Und wie hat er geschrieben? Er hatte seine Nahtoderfahrung und er hat die Schnauze voll. Genau. Also es lohnt sich da auch reinzulesen. Und ja, ist schön übersetzt auch wieder. Vielen Dank an Leute für auch diese Prosa-Übersetzungen sozusagen, die ja dann wirklich nicht keine News sind, sondern diese Spectrum-Dispatches, die geben so ein bisschen schönen Hintergrund für alles. Ja, das finde ich eigentlich mit am spannendsten auch, ne? Wenn du so deine Geschichten ausmalst. Und definitiv, ja. Und so die Hintergründe. Ja, und ja, da ging es auch weiter. Zu den Videos, ne? Ja, und da war Sawyer diese Woche ganz aktiv, oder letzte Woche. Und das erste Video, das du gemacht hast zu Squadron 42, das war mal an der Zeit, wurde auch gewünscht, eine Einführung zu geben, einen sogenannten Einsteiger-Guide. Genau, ich erkläre eigentlich im Grunde genommen, was ist Squadron 42, wie hängt es mit dem Persistent Universe zusammen. Ich spoiler ein bisschen was von der Story, also Vorsicht, Leute. Ich habe auch tatsächlich schon Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, ich habe drüber weggeklickt, ich habe über die Story gar nicht reingeklickt. Ihr könnt es nämlich einzeln anwählen, ich habe es extra so gemacht, damit ihr da wirklich reingucken könnt, was euch davon interessiert. Und wenn ihr über die Story nichts hören wollt, schaut trotzdem rein, denn der Rest ist trotzdem ganz interessant. War wirklich mal nötig, dass wir das machen. Ja. Und ja, vielen Dank an unsere Patreons. Ihr habt euch das gewünscht nämlich, denn ihr könnt auf diese Art und Weise uns das mitteilen. Danke, danke, danke. Auf die Art kommen wir dann auch auf solche Ideen, dann mal sowas aufzunehmen. Ja, und dann hatten wir noch was. Und zwar, glaube ich, war es ein Voice-Over, ne? Ja, das hast auch du gemacht, die deutsche Tonspur. Sowas immer schon. Ja, oh. Ja, wirklich. Fishing for Compliment. Ach, ja. Nein, nein, aber die hast du wirklich, hat er wirklich gut gemacht. Also ich finde, es lohnt sich immer da reinzuhören, weil man versteht ja auch nicht immer alles. Und wenn du es dann machst, also dann hat man auch irgendwie eine Ahnung. Und diesmal ging es halt ums Vega-System, einen Guide darüber, über das gesamte Sternensystem. Also hört da rein, schaut es euch an und lasst euch über die Hintergründe belabern. Belabern, hast du jetzt gesagt. Nein, es ist wirklich ganz witzig, gerade weil das Vega-System natürlich mit der Schlacht um Vega und dem Ausbruch des Vendul-Krieges sozusagen jetzt auch einen schönen geschichtlichen Hintergrund hat. Das haben wir ja da mit Admiral Bishops, warum kriege ich eigentlich immer mit Admiral so ein Ding? Admiral Bishops Rede so, das hat natürlich mit dem Vega-System hinzu und da wird auch viel drüber erzählt. Ja, macht auf jeden Fall Spaß und von da aus machen wir weiter. Hoffentlich dann irgendwann auch mit der weiblichen Unterstützung. Ja. Und die weibliche Unterstützung geht jetzt direkt weiter zur Interaction. Und zwar haben wir uns jetzt natürlich gefragt, okay, was interessiert euch denn in puncto Mechanik oder in den nächsten Mechaniken, was interessiert euch da am meisten? Also worauf freut ihr euch am meisten? Und als Auswahl dachten wir uns zum Beispiel Cargo, Betankung, ne? Was haben wir noch gesagt? Reparatur. Ja, genau. Ja. Das sind so die Auswahlmöglichkeiten. Geht auf Google Plus, stimmt darauf ab. Würden wir gerne mal wissen, wie es euch eigentlich so geht, was euch am meisten interessiert. Shopping haben wir jetzt mal rausgelassen, weil Shopping haben wir schon so oft gemacht und vor allem wissen wir auch, dass ihr alle da total drauf steht. Ist ja auch der Sinn der Sache und soll ja auch jetzt demnächst kommen. Aber ja, stimmt mal ab, da sind wir sehr interessiert dran. Sehr cool. Ja, das war's, glaube ich. Ja, das war's auch schon. Schöner, langer, kurzweiliger Report mit vielen, vielen News. Aber hallo, ja. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf nächste Woche, um euch noch mehr zu berichten. Und bis dahin, abonniert uns, gebt uns Feedback, sagt, was euch interessiert oder was euch nicht so interessiert. Like oder Dislike. Und ansonsten, wenn ihr uns direkt und persönlich unterstützen wollt für unsere Arbeit, die wir hier machen, dann geht doch mal auf Patreon. Da findet ihr vielleicht auch einen kleinen Reward dafür. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, Cecilia und Sawyer verabschieden sich für diese Woche mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!